Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die 70-Tage-Regelung ermöglicht die kurzfristige sozialversicherungsfreie Beschäftigung und wird sowohl von Arbeitnehmern als auch von Arbeitgebern äußerst positiv bewertet. Insbesondere die Landwirtschaft und auch die Gastronomie haben bereits in der Vergangenheit äußerst erfolgreich von dieser Regelung Gebrauch gemacht und sollen dies auch weiterhin tun dürfen. Dementsprechend begrüßt die AfD-Fraktion den FDP-Antrag, und als echte Pragmatiker stimmen wir inhaltlich richtigen Anträgen auch zu, wenn sie von anderen Fraktionen kommen, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass auch die Regierung mittlerweile erkannt hat, dass diese Regelung sinnvoll ist. Denn schließlich wollten Sie, Minister Heil, noch im Juni 2018 die Regelung auslaufen lassen. Jetzt ist sie schon Teil des Gesetzentwurfs. Aber dass das Kabinett Merkel inhaltlich äußerst flexibel ist, ist ja nichts Neues und in diesem Fall sogar ausnahmsweise zu begrüßen. Die üblichen Gegenargumente von links entbehren wie so oft jeglicher Grundlage. Saisonarbeiter gewinnen eben keinen Vorteil, wenn man sie in die Sozialversicherung zwingt und dadurch den Verdienst mindert. Die erworbenen Rentenansprüche würden nicht einmal für das wöchentliche Überraschungsei reichen. Und selbst wenn die Rahmenfrist für ALG I, wie im Qualifizierungschancengesetz vorgesehen, auf 30 Monate erhöht wird, würde kaum ein Saisonarbeiter Anspruch erlangen. Auch im Antrag der Linken, den wir heute debattieren, finden sich durchaus unterstützungswürdige Ansätze. Die Verlängerung der Bezugsdauer von ALG I in Verbindung mit der Beitragszeit. Diese Herangehensweise würde das Versicherungsprinzip der Arbeitslosenversicherung stärken und würde von uns voll mitgetragen. Ebenfalls vernünftig ist die Aufhebung der Ausnahmeregelung zum Mindestlohn für neu beschäftigte Langzeitarbeitslose. Wenn denn der Mindestlohn der Mindestlohn ist, dann kann er auch nicht für Langzeitarbeitslose gekürzt werden, meine Damen und Herren. Ein besserer Weg wäre hier beispielsweise ein Zuschuss der Bundesagentur zur Einstellung von Langzeitarbeitslosen. So würden wir nicht dem einzelnen Arbeitnehmer schaden. So viel also zu den guten Punkten Ihres Antrags. Der Rest ist leider wieder mal die übliche arbeitgeberfeindliche und realitätsferne Sozialistensoße, die Sie großzügig über jedes Fünkchen Realität verteilen, meine Damen und Herren. Sie fordern Arbeitslosengeldansprüche, bevor Probezeiten überhaupt beendet sind. Sie wollen, dass Arbeitgeber für irgendwelche Weiterbildungen bezahlen, die dem eigenen Betrieb eigentlich gar nichts nützen müssen. Ein realitätsferner Kündigungsschutz, den Sie am liebsten in Jahrzehnten ausdrücken würden, und so weiter und so weiter. Am allerbesten finde ich aber, ehrlich gesagt, Ihren Rechtsanspruch auf Weiterbildung mit anschließendem Kündigungsschutz von mindestens einem Jahr. Stellen wir uns doch mal ein praktisches Beispiel vor. Da kommt eine Frau, die hat noch nie gearbeitet und die sucht einen Job. Nennen wir sie mal Andrea Mahles. Und diese Frau wird also eingestellt und, oh Schreck, sie versagt auf ganzer Linie. Jetzt überlegt Ihr Betrieb schon, wie werden wir diese Frau eigentlich wieder los? Da kommt Andrea auf die super Idee, sie könnte ja eine Weiterbildung machen, sie hat ja einen Rechtsanspruch und dann wird sie ein Jahr lang nicht gekündigt. Also macht sie die Weiterbildung Genderkompetenz in der beruflichen Praxis. Als Dank darf Andrea jetzt für ein weiteres Jahr nicht gekündigt werden und da Andrea auch immer mal wieder gerne singt, macht sie nächstes Jahr die Weiterbildung Stimme und Körperhaltung. Wieder darf ein Jahr nicht gekündigt werden. Sie wissen schon, dass mit Ihrem komischen Konstrukt Kündigungen in Zukunft de facto ausgeschlossen werden. Und wo wir jetzt gerade von Anträgen realitätsfremder Ideologen sprechen, auch Ihr Antrag, liebe Grünen, zeigt, dass die bürgerlichen Gesichter von Baerbock und Habeck nichts als bloße Fassade für tiefrote Gedanken sind. Sie wollen beispielsweise der Reduzierung des Beitragssatzes in der Arbeitslosenversicherung um 0,5% widersprechen und verweigern sich damit einer Entlastung der Bürger. Da gilt das klassisch grüne Prinzip: Je mehr die Bürger geschröpft werden, desto mehr können die Grünen umverteilen. Meine Damen und Herren, wir als AfD-Fraktion lehnen Umverteilungsfantasien ab. Und wir werden auch weiterhin uns für die Bürger dieses Landes einsetzen, die jeden Morgen aufstehen, arbeiten gehen und Steuern zahlen, damit ihre Tagträumereien finanziert werden können. Herzlichen Dank.